Einen schönen guten Tag. Ja, diesmal machen wir es umgekehrt. Als erstes die Sportwetten fürs Wochenende, weil mir die Quoten aktuell ganz gut gefallen und schon Entscheidungen getroffen werden können. Aber wie immer schauen wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten noch zwei Zettel zu resümieren aus der Nations League. Zweimal System in drei Reihen. Sollte eigentlich so ein Turnaround nochmal geben, so ein Push am Ende des Monats September. Hat nicht ganz funktioniert, ist aber auch nicht komplett kläglich gescheitert. Es sollten werden über 1,5 Teamtore jeweils für Portugal gegen Tschechien und Norwegen gegen Slowenien. Das eine hat geklappt, Portugal sogar recht easy. Deswegen hier ein relativ gutes Cashback. Ebenso bei Österreich, Kroatien hatten wir die 2 drin auf diesem Zettelchen für eine 2,55. Holland, Belgien, das Over 3,5 war weit entfernt, nur ein 1 zu 0, ist leider nicht so eskaliert wie das Spiel der Deutschen. Deswegen die zwei Zettel, nochmal eine halbe Einheit minus. Wir haben noch eine Wette für den September und dann wollen wir den auch die Tage ordentlich abschließen. Aber lassen wir die erstmal noch zu und die ist am Freitagabend um 22:15 Uhr. Da haben wir Porto gegen Braga. Da gehen wir aufs X2 für eine sehr gute 2,10. Ja, warum das? Ja, Porto ist ein bisschen am Kriseln. Braga ist in der Liga ungeschlagen, europäisch auch gut unterwegs. Porto. Ja, zuletzt diese Schmach gegen Brügge 0 zu 4. Und ja, die haben Dienstag schon wieder ein Spiel gegen Leverkusen. Also das wackelt ein bisschen im Hinterkopf mit rum. Braga kann befreit aufspielen, zudem weniger Nationalspieler und auch mit viel weniger Einsatzzeiten, sodass sie da auch viel besser vorbereitet reingehen können. Ich glaube da an Braga, tipp mal ein 1 zu 1. Dann gehen wir weiter Samstag und da spielen wir die Systemwetten wie ursprünglich mal gedacht, also das System in drei Reihen und zwar mit 1,65er Quoten. Das hat dann den Hintergrund, sitzt eine, gibt es die Hälfte des Einsatzes zurück, sitzen beide, haben wir einen Doppler. Sitzt keine, dann ist es nicht so tragisch, weil wir nur eine Einheit verloren haben. So das Prinzip dieser Systemwette mit den Partien. Neapel wird das Spiel gewinnen gegen Torino und Villarreal bei Cadiz. Fangen wir mit Cadiz an. Ja, sie haben Lucky Punch geschafft bei Valladolid. Komisches Spiel, erster Schuss aufs Tor in der Nachspielzeit. Manchmal gibt sowas einen Push für das komplette Team ins nächste Spiel. Vor allen Dingen hatten die natürlich auch Zeit in der Länderspielpause. Dennoch, Villarreal, Gerard Moreno, Danjuma können zurückerwartet werden. Die müssen da auf jeden Fall 3 Punkte holen, weil Cadiz davor war einfach so schlecht. Und ich glaube jetzt nicht, dass dieses eine Tor und dieser Sieg so viel Selbstbewusstsein starten wird, dass sie gegen Villarreal bestehen können. Mein Tipp 2 zu 0. Wer mehr riskieren will, geht da aufs Handicap und macht es vielleicht pur. Gibt, glaube ich, eine ganz gute Quote. Neapel. Ja, gut drauf, Tabellenführer, alles klar. Torino bisher nur 2 Siege gegen Aufsteiger und ein 0 zu 0 gegen Lazio daheim. Neapel deutlich besser. Die Nationalspieler, die unterwegs waren, größtenteils mit Erfolgserlebnissen, Raspadori allen voran. Osimhen war nicht unterwegs, der hat seine Verletzung auskuriert, sollte und wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Und ja, in der Breite des Kaders einfach so gut besetzt, dass Turin kein Thema daheim sein darf. Aber man weiß es nicht. Ich tippe mal ein 1 zu 0. Dann machen wir weiter um 15:30 Uhr in der ersten Bundesliga mit der Partie SGE gegen Union Berlin. Gehen aufs Head-to-Head 2 für eine 2,30. Und das machen wir, weil Union Berlin genauso wie Braga ungeschlagen bisher in der Liga. Und SGE, ja, die Eintracht ist so ein Gegner, der liegt durchaus Union Berlin. Da können sie gut kontern, die beiden Stürmer Becker und Jordan. Waren beide nicht bei irgendwelchen Nationalteams, also gut erholt, absolute Frische. Ja, und deswegen denke ich mal Vollgas auf Konter lauern und dann halt irgendwie die Eintracht besiegen. Mehr als ein Unentschieden traue ich der Eintracht nicht zu, weil sie Dienstagabend auch schon wieder die Spurs vor der Flinte haben. Und das, denke ich mal, spielt aufgrund der Tabellensituation auch schon eine Rolle. Union natürlich international auch ein Thema, aber Donnerstag ist noch eine Weile hin. Gehen wir in den nächsten Bundesliga-Zettel. Der erwartet uns am Samstag um 18:30 Uhr. Da haben wir Werder gegen Gladbach. Ebenfalls Head-to-Head auf die 2 für eine 1,90.
Ja, bei Werder fehlt Amos Pieper, der zuletzt auch gut die Abwehr hinten stabilisiert. Stark wird ihn ersetzen. Das ist sicherlich keine Verbesserung im Defensivverbund. Zudem, ja, Farke, muss man sagen, macht da echt immer einen besseren Job. Stindl, Kramer und auch Weigel waren halt nicht auf Länderspielen. Somit konnten sie mit dem Trainerteam das Spiel sehr gut vorbereiten, sind intelligente Spieler und die werden, glaube ich, einen ganz guten Plan ausgeheckt haben. Ja, Thuram, Player sind wohl noch fraglich, hört sich aber im Prinzip alles ganz gut an. Also ich erwarte die Samstagabend. Ja, und bei Werder muss man sagen, ein paar Nationalspieler waren auch unterwegs. Und ja, daheim müssen sie ein bisschen mehr das Spiel machen. Das liegt denen nicht. Deswegen auch die viel, viel bessere Auswärtsbilanz. Und ja, da kann Gladbach doch einen ganz guten Plan entgegensetzen. Gut, machen wir weiter am Sonntagmittag um 13:30 Uhr, da habe ich mir die zweite Bundesliga-Partie rausgeguckt. Kaiserslautern gegen Braunschweig. Sage, beide werden treffen und über 2,5 Tore im Spiel. Gibt eine 1,95. Und das aus dem Grund, ja, ich weiß, wir hatten die Wettform schon mal gewählt und die war gescheitert. Gegen Paderborn war es. Da war allerdings eine rote Karte im Spiel und es war allgemein, ja, ein sehr untypisches Spiel für beide Teams. Sowas kann natürlich auch bei der Paarung passieren, gehe ich aber nicht von aus. Braunschweig hat das Toreschießen für sich entdeckt, sind auch offensiv mittlerweile viel, viel besser eingespielt und aufgestellt. Unter der Woche 7:0 im Test gegen Kiel gewonnen. Da hat ein gewisser Herr Lauberbach auf sich aufmerksam gemacht. Darf man nicht überbewerten. Ist ein Ex-Holstein-Spieler. Und ja, aber letztendlich haben sie die Offensive entdeckt. Gerade auswärts sind sie defensiv anfällig. Ja, und der FCK schießt eh in letzter Zeit Tore. Und ja, muss man auch sagen, das 2:2 in Heidenheim in Unterzahl, absoluten Respekt. Werden voll auf Sieg spielen, deswegen halt denke ich auch zwei Türchen finden. Also ich erwarte eh ein torreiches Spiel. Ich hoffe, sie verstecken sich taktisch nicht in der Defensive. Würde aber eigentlich zum letzten Zustand der Teams nicht passen. Ich denke, die Wette wird so passieren. Mal gucken, wer es gewinnt. Braunschweig kann vielleicht sogar eine Überraschung schaffen. Gut, dann Sonntag eine weitere Partie aus La Liga. Da haben wir uns rausgeguckt, Celta Vigo gegen Betis. Head-to-head auf die 2 hier ebenfalls, gibt eine gute 2,05. Ja, Betis hatten wir jetzt ja ein paar Mal dabei. Manchmal ein bisschen spannend haben sie es gemacht, aber im Prinzip dann die Spiele auch verdient gewonnen. Ich sehe sie eigentlich als klaren Favorit dabei, Celta Vigo. Das Head-to-head spricht jetzt auch nicht eine Sprache für die Hausherren. Eigentlich sogar wären die Gäste mal wieder dran, haben die letzten 4 Mal bei denen nicht verloren. Letztes Mal 0-0 gespielt, deswegen habe ich mich da auch von Toren ferngehalten. Ich sehe die einfach stärker besetzt, denke mir, Celta Vigo, ja klar, 3-0 Heimsieg gegen Cadiz, die haben wir eben schon besprochen, die taugen es im Moment nicht. Und dann hatten sie ein 1-4 gegen Real, hatten wir ja auch eine erfolgreiche Wette dazu dabei und ein 2-2 gegen Espanyol. Spricht jetzt nicht so die Sprache, als sollten formstarke Betis-Jungs da verlieren. Deswegen so gewählt und hoffen wir doch mal, dass einiges sitzt. Falls ihr noch was habt, dann ballert sie unten in die Kommentare rein und ich mache jetzt auch das Video fertig mit den kompletten Bundesliga-Tipps. Zwei sind vorweggenommen. Ja, ich mache mich mal ran. Tschö!